Kein Game Over. Where's Dr. Wily? Oh no, too late. Gut, das mit dem Wily-Dialog, da habe ich ein bisschen übersehen, da war ich ja gerade anders beschäftigt. Deswegen habe ich jetzt nicht vorgelesen. Wily, run off with Gamma, bla bla bla, war das. Mega Man, du hast dein Bewusstsein wieder lang. Ich habe dich hier liegen gefunden, als ich ankam. Frag mich, wer dich herbrachte. Dieses Pfeifen, das muss Protoman gewesen sein. Nee, das muss Protoman sein. Okay, Glückwunsch, das war Mega Man 3 ohne Game Over, 8 Robot Master Buster only. Genau. Hat da alles geklappt, ne? Ja, super. Beide Ziele, die ich hatte, haben geklappt. Glückwunsch, super Vorzeige ran. Bis auf die Ton, also die Tonqualität, das mit dem Ton war natürlich ein bisschen blöd, aber die Spielqualität war ein super Vorzeige ran, definitiv. Ja, und ich habe das erst sehr spät gemerkt, dass der Ton fehlte. Oh, ärgerlich, Mann. Ärgerlich, dass es bei so einem guten Run passieren musste, ne? Ja. Ja, fail. Ich hab's nicht gemerkt, da vom Pferdeton kam. Ich dachte, das wäre vom Computer. Ja, passiert. Keiner ist perfekt von uns. Falls du es dir nochmal anguckst, kannst du mich gerne erinnern, falls ich was vergessen habe, wegen Link zur Sage-Musik, ne? Oder sowas. Ach so, ja, stimmt. Oder falls ich mal irgendwas falsch geschrieben habe in einem Link zu deinem Kanal. Guck mal, ein blauer Pokéball da oben. Auf dem Baum. Duff. Needleman Nummer 17. Nobuhiko Akatsuka. Nummer 18. Magnetman. Nagashi Ki. Nummer 19, Gemini Man, Yoshihito, Hattori, Hartman, Katsuhiko, Oguro, Topman, Yoshi, Konjiki, Snake Man, Yoshito, Yoshi, egal. Nee, ich den Namen nicht mehr vor, jetzt nutze ich Japanisch. Bugman. Mikihiro, Suzuki, ja, das war doch einfach. Takumine, Yoshida, Shadow Man, Nummer 24. Character Designer, Inaf King. Ja, den ganzen Credit. Das war Mega Man 3 und ein epischer Run. Für Steven richtig gut, ne? Ja, so einen guten Run hat er wahrscheinlich selten abgelegt. Vielleicht war das jetzt sogar sein bester bisher. Mein bester bisher, würde ich sagen. Ja, das ist ja gut. Einzige, was ich besser hatte, war, dass ich mal mit 9 Leben da ankam. Ja, aber ist ja gut, dass er ausgerechnet für so eine Aufnahme dann jetzt deinen besten Run hattest. Und, ja, ja, das hat man selten, ne? Ja. Aber wenn ich so bedenke, oh, so war Speedrun, Livestream, lief nicht so, ne, wie beim Training, dann lief das Spiel besser. Ja, hat jeder. Im Grunde, diesmal ist es andersrum. Genau. Einziger Nachteil war halt das mit dem Ton, aber ja, kann man nichts machen. Fail. Ja, irgendwie schon, aber. So, und dann würde ich sagen, kommt jetzt rangewiesen. Präsent bei Capcom und das war's dann. Das war's, Leute. Ja. Ich glaube, die Musik wiederholt sich jetzt ständig und hört nicht auf. Gut, dann war's das. Ciao. Gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Auto rein, bis nächstes Mal.